Okay, ich weiß, wie du darüber kommst, eventuell. Okay. Ich hab's. Also, das Ding sieht nicht mal aus wie eine toxische Flechte, weil die blüht. Sieht aus wie eine Pflanze, die man benutzen kann. Das wusste ich nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Oh, guck mal, jetzt kommen die Zombies mal von vorne. So, das ist das Plants vs. Zombie Easter Egg in, Plants vs. Zombies vs. Vortex! Ah! Du lässt die Pflanzen ja gar nicht angreifen, das sieht man's gar nicht. Entschuldigung. Guck mal, die Steine hier schweben. Ich glaube, ich habe die Pflanzen durcheinander gemacht. Ja, das ist kaputt getriggert. Da müssen wir selber ran. Schon wieder alles kaputt. Ah. Erst versaut er mit dem Klicker. Weil er einfach über den Haufen ballert. Entschuldigung, sah gefährlich aus. Was ist er das so? Guck mal, du kannst die Pilze klauen. Wir müssen die Pflanzen verteidigen. Ich wundere mich, warum meine Waffe wieder nicht funktioniert, wie sie soll. Die nächste Runde beginnt! Ah! Ich brauche welche! Hui! Plants vs. kopflose Zombies! Geil, ich hab den Zombie gerade zweimal enthauptet. Ja, wie viel halten die denn aus? Ja, die werden halt immer schwerer wahrscheinlich. Noch eine Runde? Aber eben haben sie die eingefroren, die Zombies und solche Sachen. Keine Ahnung, warum sie das jetzt nicht mehr machen. Neuer Zombie. Hui. Oh, fertig. Oh, guck mal, Mini-Zombies mit ganz großen Hüten. Oh, wie niedlich! Ah! Armee der angreifenden laufenden Hüte! Da ist noch einer! Da ist auch noch einer. Gut. Na, guck mal, ich habe ihn geköpft, das ist ein großer. Ah! Oh mein Gott, sie tragen Schwimmreifen, wie niedlich. Hilfe. Was bist ja du? Ihr kommt nicht an meinen Garten. Aua! Hey! Du hast auch Gartenverbot! Warst das? Das ist nicht. Kriegen wir auch irgendwas dafür? Weiß ich nicht. Wir können zu touristierende Pilze da einsammeln. Ich hab nur drei eingesammelt, hoffentlich nicht alle. Sollen wir den ganzen Loot einsammeln? Ja, das Plants vs. Zombie Easter Egg, meine Damen und Herren. Wir haben gewonnen. Also. Ja. Ja, weder die Zombies noch die Plants, sondern wir. Weil die Plants werden wir nämlich auch mitnehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube einen Bauplan oder so gab's den leider nicht. Naja, ein bisschen Loot umsonst. Schadet auch nicht. Machen wir uns ja die Patronen schwer, ne? Hier kannst du mega rum, Alter, genau. Ja, kannst du die fluoreszierenden Pilze da hinten mitnehmen? Weil ich konnte jetzt welche davon mitnehmen. Ich habe es nicht alle mitgenommen, weil ich nicht. Ob das jetzt nicht so ist, dass jeder die nur einmal mitnehmen kann oder ob die für jeden einzeln da rumstehen. Hast du die ganze Reihe voll? Ja. Oder fehlen bei dir schon welche? Okay, gut, dann kann jeder seine eigenen. Ich möchte die Melonen aber auch mitnehmen. Hier oben noch irgendwas.
Schade, kein Bauplan, nix. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Hier die Tür. Ah. Dann stehst du da, wo ich dich eben begrüßt habe. Ja, wie gesagt, Plants vs. Zombie Easter Egg. Ja, wunderschön. Wunderschön. Okay, ich glaube, das war der einzigste Sinn, der das Ding hier hatte. Ist ja, ich, also, so viel zu, dass die Tackling gar nicht ähnlich, dass da gar nichts ist. Haha, ha. Also, das ist an dem entlegenen Ort, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ey. Vor allen Dingen, das Lustige ist, wir haben ja schon, also zumindest hast du mir ja schon so manches Mal halt Easter Eggs in Dying Light gezeigt und ich habe dieses Plants vs. Zombie Easter Egg nirgendwo realisiert. Ich zeig ihm noch diese ganzen Videos und alles, wo die Dinger triggert und er. War das da auch bei? Ja. Hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Das war genau wie mit dem Klicker. Wobei, den Klicker könnt ihr auch nur ein einziges Mal triggern. Wenn ihr jetzt nochmal reingeht und der Fahrstuhl sich öffnet, kommt dann. Stopp, warte! Noch einen anderen Weg gefunden. Ich will wissen, ob da auch noch irgendwas ist. Also hier sollte jetzt keins mehr sein. Das einzigste Easter Egg, was mir jetzt noch bekannt ist, ist in der Stadt. Nö, hier ist auch nur eine Sackgasse. Aber da müsste ich erst raussuchen, wo das Haus ist. Aber die Easter Eggs und so, die ganzen Baupläne gibt es noch viel. Dafür machen wir euch mal noch ein Special. Bevor wir dann mit dem neuen Kapitel anfangen, wenn wir das hier durch haben. Ich fahr, ich bin ans Fenster. Ich bin ans Fenster. So, dann würde ich sagen, auf in die Le Slums oder wo auch immer wir jetzt gleich hin müssen. Au, vorsichtig, aua, ich hab mir schon zu weh getan. Oh, ich bin komplett umsonst hier rein, okay. Hä? Ich bin da wieder in dieser komische. Au. In diesen komischen Kasten reingeklettert. Ja, ich bin gerade ein bisschen unsanft im Wasser aufgekommen. Das war ein bisschen zu flach. Das Wasser oder deine Witze? Beides. Alles klar. Weil das Wasser, glaube ich, flacher war. Oh, ich bin mir nicht sicher. Nein, eigentlich meine Witze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier rein möchte. Das sieht nicht sehr stabil aus. Wo bin ich? Die sieht gar nicht stabil aus. Hey, eine Blechdose. Können wir vielleicht einfach außen rum gehen? Nö. Oh je, das riecht schon nach Explodern. Hui. Der Plan ist bombensicher. Ja, das Kommentar sagt schon alles. Ach du Scheiße. Warte, hier ist noch eine Kiste. Wow! Weich. Ich brauche Licht. Dankeschön. Ich würde sagen, das war mal die Tunnelarbeit. Nee, das ist ein Dicker, pass auf. Ja, ja. Autsch! Ey! Hey, was? Ich wollte auch was zu tun haben. Exploder! Da war der Erste. Ah, das wird hier wieder geklaut. Entschuldigung, hätte ich sonst die Luft gegessen. Ja, haben die hier einfach Zombies weg, weil ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, alles unter Kontrolle, gar kein Problem. Ja, ich kam ja nicht mehr dazu, die überhaupt anzugreifen. Ja, deswegen hattest du auch alles unter Kontrolle, weil du nämlich so einen kleinen Bimbo hattest, der für dich alles unter Kontrolle hält. Noch ein Dicker. Au. Wow. Da kannst du zurückspringen, wie du willst, Alter. Der fickt dich trotzdem. Ja, was denn? Hä? Wo ist die Leiche? Da. Ich frag es gar nicht. Hä, was? Ah, guck mal hier. Weiß ich noch nicht triggern. Nicht anfassen, aber nicht anfassen die Tür. Aber ich hab jetzt schon B für Schnellreise.
Hast du schon aktiviert? Ich will da noch gucken, was da hinten ist. Komm einfach her. Da ist noch ein Rise-Zombie. Was denn? Ach, das! Mhm. Stimmt, das kennen wir ja aus dem einen Easter Egg. Das ist ebenfalls ein Easter Egg. Und zwar, naja, wir können es euch leider nicht von drinnen zeigen. Aber, wenn ihr mal guckt, ich spiele gerade richtig, da sind ganz viele von diesen komischen mutierten Viecher, die nur nachts kommen. Und der Typ scheint die gerade wirklich zu beordern, was sie zu tun haben. Also es scheint der Leader von denen zu sein. Im Übrigen, da rein? Bevor wir irgendwas machen, solltest du deine UV-Lampe ausrüsten. Das könnte gleich ungemütlich werden. Okay. Genau, da kommt nämlich der Dicke hier an. Oh, küss mich, küss mich. Es gibt ein Video, da hat sich jemand, Vorsicht, von hinten. Naja, da rein... gecheatet. Nein, 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 nein! Jetzt haben wir nämlich die Kacke am Dampfen, das ist das Problem. Warte, da kommt noch einer. Sehr schön. Aber wir haben so viel keine Geld Munition bei sich. Mehr. Okay, lass uns einfach gehen, früher. Okay? Ich mag diesen Ort nicht. Ich möchte nicht länger hier sein als notwendig. Oh Gott! Was denn? Ah, damn it! Wo bist du denn? Ich bin tot! Oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Scheiße! Geh einfach weg! Da hab ich gedacht, das wäre vorbei und dann sowas. Ich hab keine Munition mehr! Alles klar! Du hättest mich doch vorwarnen können, was du um die Ecke hast, einfach zu sagen, oh scheiße, dass du tot bist. Verbrennt! Ah! Ey, warum springst du da runter? Ich hab doch auch nur noch Sportmuni. Ohne mich gehen, was ist denn da rum? Verpiss dich! Verpiss dich, verdammte Scheiße! Ja, verprügelt euch gegenseitig, das ist eine gute Idee! Wie viel verfickte Muni fresst ihr denn? Zu viel! Tschüss, es war schön mit dir! Ihr dreckigen Spasten! Die Sympo! Echt wirklich krass. Mal gucken, wo ich spawne. Ja. Also, wie geht die Uni aus? Nein, jetzt geht die auf dich los, hör auf. Muss er auch irgendwie durch, ich will einfach nur weg. Lauf! Bist du überhaupt? Oder? Holy shit! Warum kommen da so viele? Ist unfair. Ja, da ist ein Nest, was erwartest du? Ich glaube, wir müssen hier unten durch. Ne, ich habe die Tür schon gefunden, wo wir raus müssen, aber ich schaue mich gerade noch um. Echt? Aber der Punkt zeigt doch hier hin. Ach so, ja, der Punkt zeigt ja, ich habe hier nur eine Tür gefunden, wo wir raus können. Dann müssen wir da vorne raus. Weiß es nicht.
Okay, wahrscheinlich müssen wir schwimmen, so wie das aussieht. Wir können die Tür mal ausprobieren. Okay, Moment. Alten Slums. Wir brauchen aber den Ausgang zur Altstadt. Nicht zu den Slums, da können wir nicht hin, also müssen wir okay. Doch tauchen. So, Moment, kurz noch Enterhaken ausrüsten wieder. Ah, dann. Boah, ich sehe gar nichts, Alter, was eine Suppe. Ich hab reingekackt. Ah, super. Toll, Licht ausmachen bringt's auch nicht. Musste mal ganz dringend pipi. Sehe die Leiter! Da gibt's aber noch was, ich hab noch was gesehen da unten. Ich bin wieder zurück. Ja, ich hab da auch noch gerade was gesehen. Wenn man da noch durchschwimmen könnte. Ich hoffe, da ersticke ich jetzt nicht. Okay, nee, das ist ein Schmu, hier ist nichts. Eine Sackgasse. Oh, fake. Oh. Willst du noch einen Balken, wo Zombies rauskommen können? Aus dem Fahrrad? Hier steht eins. Nee, die werden mir immer geklaut, die Dinger. Ich überhaupt meine Aufnahme laufen? Ja, doch, habe ich. Ich war mir ganz kurz nicht sicher. Dieses Nvidia-Ding merkst du nämlich einfach nicht, wenn das aufnimmt, weißt du? Bei jedem anderen Programm merkst du das, weil irgendwie auch die Hälfte der FPS gefühlt hast, oder? Da merkst du es nicht. Boah, Alter, was war das da unten, bitte, ey? Scheiße, dass ich nur Schrotmuni hatte. Ich hatte gar keine Munition mehr, nicht mal mehr Schrotmunition. Ich habe so viel Schrot reingewirkt, das hat die absoluten Scheiß interessiert, ne? Dr. Campton, Kyle Crane hier. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Treffen wir uns. Ich kann sofort mit der Arbeit beginnen. Bringen Sie mir nur die Proben. Und genau das habe ich vor, Doc. Aber vergessen Sie nicht, ich bin von einer Horde Zombies umzingelt. Verstanden. Ich bin bald bei Ihnen. Gut. Ich werde hier sobald nicht wegkommen. Alles klar, aber bevor wir dahin gehen, muss ich erstmal zum Quartiermeister und mir Muni nochmal besorgen. Ein mächtiges Katanana! Ba-di-bi-di-bi, Katanana! Klingt fast draußen. Das klingt fast schon so wie Satananas! Huch! Ah. So, wo geht's hier zum Quartiermeister? Irgendwo da oben. Alle, ja! Spider-Man! Nein! Bei diesem Sound bringe ich mich gleich selber freiwillig um. Was ist bei East Menschen? Hm? Aua! Ich hab mir wehgetan. Da kommt was hochgekrabbelt. Kiste! Ach so. Ich dachte gerade, was machst du? Lootet die. Ja, weil du Kiste sagst, das dachte ich, du machst erstmal die Kiste auf. Tschüss. Nö. Deswegen war ich jetzt. Es ist ja langweilig. Verwirrt. Ich will wissen, was für Pornobilder die Jungs dabei haben. Oh, es ist so unnötig. Okay.